habe ich alles, was zu trinken. Habe ich eine Taschenlampe, was zu trinken. Eine Dose. Wo ist mein Buch? Und damit, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder eine kleine Runde 60 Seconds. Das habe ich vor einiger Zeit schon mal gespielt. Ich habe es damals auch geschafft. Aber ich würde sagen, heute spielen wir es mal im schweren Modus. Und wir fangen einfach mal an. Also es geht schon los, oh Gott. Frau packen, Taschenlampe. Pack doch die Taschenlampe, Junge. Oh Gott, wo ist der Bunker? Rainer, pack die Tochter, Rainer. Oh Gott. Das ist... Ah! Okay. Pack den Jungen! Pack die Axt! Ah! Ich hab nichts zu essen. Okay, auf in die Küche. Was in die Küche, 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 Küche. Dreimal essen! Ja, komm. Ich muss nochmal in die Küche. Oh Gott, ich hab nichts. Ja, ich brauch was zu trinken aus der Küche. Wir haben nichts zu trinken. Oh Gott. Ich habe noch irgendwas zu holen. Nee, das war's. Okay, wir haben nichts. Oh Gott. Gut, Leute, Tag 1. Was haben wir denn alles? Wir haben es einige Sekunden vor, bla bla bla. War irgendwas im Bunker? Es war nichts im Bunker. Natürlich, braucht irgendwer was am ersten Tag noch nicht, oder? Nee, ihr braucht noch nichts. Tag 2. Bester Start ever. Wir haben kaum was zu trinken. Wir haben eine Waffe, Taschenlampe. Ja, habe ich das Gewehr eingepackt oder war er schon da? Egal. Dem geht's allen gut. Das ist schön. Allen geht es gut. Expedition? Nein, noch nicht. Nichts ist überraschender als die Tür eines... Was? Nichts ist überraschender, als wenn es an die Tür eines Atombunkers... Nein, wir machen da nichts auf. Lass mir ihn klopfen, das ist mir jetzt egal. Ich mach da nicht auf. So, nach einer Weile hat das Geklopfe aufgehört. Alle haben Durst, okay. Und da war meine erste Wasserflasche weg. Okay, Expedition. Heute beschlich uns ein ungutes Gefühl. Es war, als ob irgendetwas beobachtet. Wir könnten schwören, dass der Schatten, okay, wir zeigen dem Viech, wer der Boss ist. Wir nehmen die Axt. Okay, Axt ist noch da. Und was war's? Was es auch war, es ist tot. Okay. Und ich schick Mary Jane raus. Mary Jane, du machst das, ich kann dir nichts mitgeben. Gut, Mary Jane ist weg. Sie muss was zu trinken mitbringen, sonst sind wir tot. Timmy, geht es gut. Wie keiner Hunger hat. Ich habe kein Radio, schade. Hallo Leute, schaut echt gut aus. Durstig und hungrig. Durstig. Mann, Timmy, was ist los mit dir? Hier herrscht völlige Stille. Vielleicht könnten wir die Nachbarn in ihrem Bunker hören. Alles klar. Okay, alle haben Durst und du hast noch... Leute, wir werden sowas von verdursten hier drin. Was ist da los? Tag Nummer 7. Ja, das war's mit Trinken. Mary Jane, kommst du wieder? Allen geht es gut, okay. Und ich habe nichts. Wieso habe ich nichts? Was? Ah! Hallo Mary Jane. Ja, Mary Jane. Ja, okay. In einer schwierigen Situation, bla bla bla. Zwei Wasser. Wo war sie? Ist mir jetzt auch egal, sie hat zwei Wasser mitgebracht. Und ein Kartenspiel. Klasse, Mary Jane. Und sie ist nicht mal krank. Ted hat Hunger. Ist sonst noch was? Müde. Hungrig. Okay, alle haben Hunger außer Timmy. Braver Timmy. Alle Hunger außer Timmy. Keiner kann nach draußen gehen. Was ist los? Oh. Ja, tut mir leid, ich kann nicht ans Telefon gehen. Tag Nummer 10. Es muss doch mal wieder jemand fit sein. Ich plane Expedition. Irgendwer muss doch mal rausgehen können. Eine Gruppe nähert sich uns im Bunker. Und es scheint nicht die freundlichen Sammler zu sein. Okay. Das hatte ich schon mal. Als ich das gemacht habe, da haben die mir alles geklaut. Da war nichts mehr da. Das heißt, wir müssen mit dem Gewehr uns verteidigen. Das war ein Schuss, Leute. Und das Gewehr ist kaputt. Warum geht das Gewehr immer kaputt? Ah. Natürlich haben ein paar Schüsse genügt, um diese Feiglinge in die Flucht zu schlagen. Aber was passiert, wenn das Gewehr den Geist aufgibt oder uns die Munition ausgeht? Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Sonst müssen wir uns vielleicht mit Messer und Gabel verteidigen. Gewehr kaputt, ja. Was ist los, Mary Jane? Und keiner kann auch draußen gehen. Ach, Leute. Ja, Dolores ist fit. Dolores, ja. Mary Jane,
Mary Jane Dolores! Dolores! Nichts mehr zu... Oh Gott! Was? Wieso habe ich nichts mehr zu trinken? Habe ich das... Ah! Jeder muss was trinken, Mary Jane auch. Nein. Dieses Räuberlager in der Nähe, ja, gegen die Räuber verteidigen. Wir sind erst bei Tag 14. Oh Gott! Die Axt ist weg, was? Wir haben gewonnen. Diese Räuber hatten keine Chance. Wir überwältigen sie und ihre Axt weg. Timmy hat Durst. Ted hat Durst. Ich gebe Ted das Wasser. Tut mir leid für dich, Timmy, aber du wirst bald sterben. Timmy braucht Wasser. Ted geht es gut. Ich habe kein Wasser, Timmy. Ich habe kein Radio. Ah! Oh ja, männlich. So, Timmy ist abgehauen. Der Wassermangel hat Timmy verrückt gemacht. Er hat die Bunkertür geöffnet und ist ohne einen Blick zurück weggelaufen. Ja, alles gut. Und Kakerlaken. Wow. Tag 18. Wir wünschen, wir könnten einfach abhauen. Ja, das würde ich auch gerne. Einfach abhauen, den Bunker vergessen. Ja, ja. Kein Wasser. Dolores, was ist los? Hast du irgendwas mitgebracht? Ein Buch. Ja, okay, ein Buch. Aber sonst? Ich gebe allen was zu essen. Expedition. Ja, Ted kann raus. Mary Jane kann auch raus. Ich habe kein Radio. Tag 20. Mary Jane ist weg. Danke, Mary Jane. Mary Jane hat herausgefunden, dass sie kein Wasser bekommen wird. Ja, ja. Aber ich geb dir mal was zu essen. Du warst jetzt ein paar Tage weg. Und dann schicke ich Ted raus. Bitte, Ted. Hallo, Dolores. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Ich habe ihr gestern was gegeben. Dolores muss manchmal trinken. Ja, Essen. Boy Scout, Kakerlaken, ja. Wir haben die heimtückischen Kakerlaken besiegt und verjagt. Ihre Nester gehören jetzt uns. Wir sollten ihnen eine Lehre... Das, ja. Es ist verrückt. Spinnenbuch. Tag 23. Die Zeit vergeht nicht. Ein gutes Buch bietet die passende Lösung zu jedem Problem. Dazu zählen auch marode Spinnen. Marodierende. Nur ein paar gezielte Schläge und jede Spinne ist plötzlich klar, was das Wort dezimiert bedeutet. Wir haben bei der Jagd auf der Spinne sogar Suppe gefunden. Wasser wäre viel besser. Okay, kriegst du doch mal was. In Suppe ist Flüssigkeit. Für einen isolierten Atombunker ist der Geräuschpegel... Ja, komm, wir schauen mal nach, was da los ist. Wir haben eine Lampe. Hä? Was zur Hölle? Wir haben es gerade so herausgefunden. Es war ein riesiges mutiertes Krokodil. Was? Oder ein Alligator oder irgendetwas anderes mit einem riesigen Maul voller Zähne. Ist jemand verletzt? Mit nur wenigen Tropfen Wasser hätten wir verhindern können, dass Dolores letzte Nacht an Dehydrierung gestorben ist. Alles klar. Der Schwierigkeitsgrad ist definitiv zu schwer. Alle sterben einfach oder hauen ab, weil wir kein Wasser haben. Oder wir müssen einfach das nächste Mal beim Sammeln etwas mehr Wasser bekommen. Und, ja, gut. Du bist gestorben. Überlebte Tage 24. Ja, gut. Ich habe mir nicht zu viel versprochen. Der Schwierigkeitsgrad war auch sehr... hoch angesetzt. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit etwas mehr 60 Seconds, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!